Hallo und herzlich willkommen zum letzten Was geht ab Flash dieser Woche. Mein Name ist Arne und das ist passiert. Neuer Spionageskandal, dass der deutsche Geheimdienst BND und der amerikanische Geheimdienst NSA eng zusammenarbeiten, das war ja bekannt, aber das, was jetzt öffentlich geworden ist, das toppt wirklich alles, was man bis jetzt wusste. Die NSA hat mehr als 10 Jahre lang sogenannte Selektoren, also bestimmte IP-Adressen, E-Mail-Adressen oder Handynummern an den BND gegeben. Der hat sie dann in ihre Überwachungssysteme eingepflegt und die Ergebnisse aus dieser Überwachung einfach wieder an die Amerikaner zurückgeleitet, ohne dass sich mal irgendjemand angeguckt hat, was denn genau dabei war. Aber schon 2008 fiel dann doch einigen auf, dass bei den Selektoren so ein bisschen komische Ziele dabei waren, die nicht nur der Terrorabwehr gedient haben, so wie das der offizielle Grund ist, sondern es wurden auch Unternehmen, zum Beispiel der Rüstungskonzern EADS und europäische Politiker als Ziele benannt. Aber anscheinend haben die Beamten keinen Grund gesehen, das nochmal zu überprüfen. Erst in dem Start der Snowden-Affäre und dem NSA-Untersuchungsausschuss im Jahr 2013 hat man nochmal angefangen, sich das ein bisschen genauer anzugucken. Dabei hat man rund 2000 Selektoren gefunden, die gegen deutsches Recht verstoßen, aber auch das hat man anscheinend nicht an höheren Ebenen weitergeleitet. Im Rahmen des Untersuchungsausschusses haben Grüne und Linke dann einen Beweisantrag gestellt und da wurde anscheinend noch einiges gefunden, denn jetzt spricht man von rund 40.000 Selektoren. Das Bundeskanzleramt weiß anscheinend auch erst seit letzten Monat Bescheid. Die Reaktionen auf diese ganze Geschichte sind deswegen dementsprechend scharf. Die Vorwürfe reichen dabei von Landesverrat bis Wirtschaftsspionage und auch dem BND wird Versagen vorgeworfen, weil sie die Amerikaner so bereitwillig unterstützt haben. Die Vorwürfe richten sich auch gegen den Geheimdienstchef Gerhard Schindler, der auch angibt, dass er erst seit letzten Monat Bescheid weiß, aber dass sowas in seiner Behörde möglich war, ist natürlich mehr als peinlich. Der NSA-Untersuchungsausschuss wird sich weiterhin um Aufklärung bemühen, aber die Zusammenarbeit mit den USA ist in solchen Belangen, wie man in der Vergangenheit sehen konnte, eher schleppend bis gar nicht gegeben. Es gibt jetzt Ergebnisse vom EU-Sondergipfel zur aktuellen Flüchtlingssituation. Die Rettungsmission Triton soll so um das Dreifache vergrößert werden, das heißt, es gibt mehr Schiffe und mehr Geld. Allerdings beschränkt sich der Einsatz nur auf das Gebiet vor den europäischen Küsten und nicht weiter entfernt in den Gebieten, wo Menschen in Seenot geraten, die gerade erst aus Libyen losgefahren sind. Und man muss auch sagen, dass das die Gebiete sind, wo in der Vergangenheit am meisten Menschen gestorben sind. Außerdem soll geprüft werden, wie man Schlepperboote zerstören kann, noch bevor sie in See stechen. Das ist allerdings eine Völkerrechtsfrage, für die man wahrscheinlich eine Resolution des UN-Sicherheitsrats braucht. Auch diskutiert wurde eine gerechtere Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas. Aber man setzt weiterhin auf eine Abschottung, auf schnelle Abschiebung und auf eine Sicherung der Grenzen. Das heißt, so ein richtiges Umdenken findet da nicht statt, auch vor allem auf Druck von konservativen und EU-kritischen Ländern, wie zum Beispiel vom britischen Premierminister David Cameron, denn er fürchtet, dass durch eine lockerere Asylpolitik noch viel mehr Menschen kommen. Also traurigerweise für eine richtige Änderung in der europäischen Flüchtlingspolitik gibt es anscheinend bis jetzt keine Mehrheit. Die Deutsche Bank muss 2,5 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Der Grund, die Bank hat jahrelang weltweit illegal Zinssätze manipuliert. Es geht ja um den LIBOR-Zinssatz, das ist der London Interbank Offered Rate. Das ist ein Referenzzinssatz, also ein Wert, nach dem sich so einiges richtet. Wie funktioniert das Ganze? Jeden Morgen melden Banken nach London, zu welchem Zinssatz sie sich gegenseitig Geld verleihen würden. An diesen Zinssatz sind viele Finanzinstrumente auch Kredite gekoppelt, im Wert von insgesamt mehreren 100 Billionen. Dollar. Allerdings wird nicht genau überprüft, wie dieser Zinssatz zustande kommt, sondern man vertraut den Meldungen der Banken. Die haben aber ein Interesse daran, diesen Zinssatz möglichst gering zu halten, denn dann sieht es so aus, als ob es ihnen gut gehen würde, denn gute Banken haben keine hohen Zinsen nötig. Deswegen wurde vor allem während der Weltwirtschaftskrise 2008 massenhaft dieser Zinssatz manipuliert. Interne Dokumente der Deutschen Bank zeigen, wenn der LIBOR nur um 0,01% schwankt, dann kann die Bank bis zu 68 Millionen Euro verdienen. Die Strafe wurde jetzt verhängt von amerikanischen Behörden und der britischen Finanzaufsicht. Zum Beweismaterial gehören Chats und Mails von Bankern untereinander, die sich sehr abwertend und auch schadenfroh über ihre Manipulationen äußern. 2,5 Milliarden Dollar, das ist die härteste Strafe, die bis jetzt in diesem Skandal verhängt wurde. Die ist auch deswegen so hoch, weil die Deutsche Bank die Ermittlungen ziemlich behindert hat, hat unter anderem Beweise gelöscht und falsche Gutachten vorgelegt.
Heute ist der 100. Jahrestag vom Beginn des Völkermords an Armeniern im Ersten Weltkrieg. Damals wurden die Armenier vom Osmanischen Reich aus ihrem Land vertrieben und auch hingerichtet. Die Türkei erkennt das bis heute nicht als Völkermord an und betont, dass auch viele Türken ermordet und ums Leben gekommen sind. Trotzdem sehen viele Länder das mit dem Völkermord anders und ziehen damit auch regelmäßig den Zorn aus Ankara auf sich. Jetzt haben aber auch Deutschland und Russland bekannt gegeben, dass sie die Vertreibung der Armenier in die syrische Wüste als Völkermord ansehen. Wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, dann guckt euch doch hier den Short an und hier gibt es eine ganze Playlist rund um Geheimdienste und Überwachung. Wie sollte die Bundesregierung jetzt gegen den Geheimdienst vorgehen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare und morgen gibt es noch einen Reflect von uns, wo wir unser etwas kontroverses Hater- und Trolle-Video ein bisschen aufklären. Bis dahin, ciao!